What is up, liebes Iwapi-Team? Ich wünsche dir erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Wir haben hier mit unserem Leadership folgendes announced, dass wir ab heute jeden einzelnen Tag ein neues Video, einen neuen Input für dich haben, sodass du in diesem Monat einfach die beste Version deiner selbst erreichst. Und ich darf heute genau darüber reden, was jetzt gerade stattfindet. Wir sind gerade in Luzern, haben ein Event in dem Raum da hinten am Laufen. Wir haben die Step-Up-Tour und eine Sache, die ich wirklich verstanden habe in diesem Business, vor allem auch im Network-Marketing, es geht nicht darum, der Talentierteste zu sein. Es geht manchmal noch nicht mal darum, die Person zu sein, die am härtesten arbeitet, sondern tatsächlich sogar die Person, die am smartesten arbeitet. Du musst nicht die Person sein, die vom Ausland hierher kommt, Wagen mietet, Kilometer hinterlegt, Geld bezahlt für Sprit, für Hotelübernachtungen, die ganze Zeit irgendwo in Restaurants essen geht. Ja, du musst nicht die Person sein, die all diese Finanzen auf sich selber nimmt, sondern die Person sein, die es extrem schlau tut, und zwar deine Kontaktliste für sich durchgeht, okay, schaut, wer aus diesen Städten kommt, den du kennst, ja, dass du schaust, dass du selber vor Ort bist, okay, und dieses Event einfach promotest, okay, dass du es wirklich für dich und für dein Team promotest, dass du schaust, wen du hierzu einladen kannst, weil wir sagen immer, du musst nicht die Person sein, die die Resultate hat, um dieses Business aufzubauen, hebe die Resultate von deinen Uplines, hebe die Resultate von einem Johnny, von einem Julian, von einem Ilya, von einem Summit, von mir, von einem Daniel, von den Leuten, die wirklich vor Ort sein werden auf diesen Events. Okay, das ist der erste Punkt, right? Wenn du im Network Marketing erfolgreich werden möchtest, musst du die Person sein, die am meisten einlädt. Und ich kann dir jetzt schon sagen, du kannst nicht diesen Dezember einen Ranker machen, wenn du auf jedem Event die Person bist, die meisten Prospects dabei hat. Ja, Daniel, Instagram, Snapchat, TikTok läuft nicht so gut. Meine Güte, geh in die Stadt, wenn du weißt, in Luzern ist ein Event, sei am Tag vorher schon dort, kümmere dich um eine Übernachtung bei einem Teammate, okay? Wir haben mittlerweile überall heutzutage Teams, wo du übernachten kannst und prospekte den ganzen Tag, prospekte den Tag des Events und lade die Leute auf die Events ein. Das machen wir die ganze Zeit. Egal in welchen Restaurants, wir sprechen den Kellner an, wir sprechen die Leute in der Rezeption an, wir sprechen den Mitarbeiter an und Leute haben Interesse und kommen auf die Events. Also wenn ein Sherman 50, ein 250, ein Sherman 10 das tut, warum nicht du, okay? Also nutze genau das wirklich für dich. Als zweitens solltest auch genau du dich vergewissern, dass du selber am Start bist. Ich meine Güte, wir haben Leute, die nicht nur erfolgreiche Networker sind und ihr wisst, was die Jungs verdienen. Wir reden hier von wirklich Unternehmen aus einem anderen Kaliber, okay? Leute, die wirklich aus einem ganz anderen Kontinent kommen, wirklich ein komplett anderes Leben führen, ein ganz anderes Umfeld haben, okay, ganz andere Gespräche führen und du hast die Möglichkeit, diese Energy, diese Atmosphäre aufzusagen, von diesen Menschen zu lernen. Und ich kann dir jetzt schon sagen, wenn du die ganze Zeit dich mit den gleichen Menschen umgibst, mit den Menschen von deiner Arbeit, mit deiner Familie, okay, dann kein Wunder, dass du keine anderen Resultate hast. Wie wäre es, dass du dich anfängst, mit Menschen zu umgeben, die 10-fach, 20-fach, 100-fach erreicht haben, von dem du gerne träumen würdest. Du wirst merken, dass sich irgendwas in deiner Denkweise tut. Ich meine, ich kann heute sagen, ich bin seit 4,5 Jahren in diesem Business und ich bin jetzt seit 1, 2, 3 Tagen mit den Jungs unterwegs und ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich was dazugelernt habe, dass ich inspiriert wurde und die Jungs haben Einfluss auf mich. Also nimm dann genau das wirklich für dich. Wie gesagt, du musst nicht die Person sein, die am härtesten arbeitet. Du musst nicht die Person sein, die Tausende von Euros investiert. Sei einfach der, der das Ganze wirklich für sich am besten nutzt. Somit würde ich sagen, it will always be worth it und wir sehen uns im nächsten Video.